fordere das Schicksal nicht heraus. Es könnte noch etwas dauern, bis ich dort anfange. Ja, spätestens, naja. Wer weiß, wie lange Zeit zwischen hier und der Erinnerung vergangen ist, als er da im Flugzeug als Co-Pilot saß. Wissen wir ja nicht. Außerdem wird das Gehalt vorerst nicht so gut sein. Hey, solange du diese coole Sonnenbrille tragen darfst. Letzte Woche habe ich mit Maria gesprochen. Wir haben uns auf den flexiblen Zeitplan geeinigt. Wir sind also bereit, was? Wofür bereit? Ja, so bereit, wie wir nur sein können. Weißt du, das könnte die letzte Reise dieser Art sein, die wir für lange Zeit machen können. Eines Tages muss der kleine Mistkerl zahlen für all die Reisen, die wir verpasst haben. Ach, die reden über, ne? Baby. Bis dahin ein weiterer Grund, den Rest hiervon zu genießen. Prost auf den Rest hiervon. Ja, pro. Verflucht, verdammt, Mist, bla bla bla. Geschmeidig, der Mann. Notizbedauern. Ungeschickter Start. Von den Flitterwochen. Ja. Ein ungeschickter Start in die lang ersehnten Flitterwochen. Ein Missgeschick. Hallo Memento. Colin ist immer noch am Fluchen. Such a language. Nee, nee, nee. Aquarium. Ein kleines, leeres Aquarium. Wie leer. Ich sehe doch sowas, was aus wie so ein Hummer. Was sind das nur braune Steine? Ist dann. Das andere könnten auch Fische sein. Das grüne halt. Pflanzen. Das ist nicht leer, die lügen mich. Also, das ist ja immer überflüssig. Ich werde angelogen. Oh, und da grillen die Marshmallows. Ich will auch mal Marshmallows essen. Na los, Colin, so kalt ist das Wasser nicht. Die Marshmallows werden völlig verkohlen. Ja, denn Giese ist ein Experte dafür. Gleich brennen sie an. Komm jetzt. Nein. Gleich ist es soweit. Jede Sekunde, jeden Augenblick erwartet nur darauf, dass das nächste Bedauern passiert. Nein, meine Marshmallows. Meine Marshmallows. Ja, so kalt ist das Wasser gar nicht. Es gibt nur zwei Liegen am Strand. Ernsthaft? Oh, da sind noch mehr. Noch viel mehr. Da können wir reingehen. Ist hier unten noch irgendwas? Nö. Sein, ich kann hier damit interagieren. Was ich nicht kann. Okay, gehen wir rein. Ich sehe einen Mond in der Spiegelung des Wassers. Wie so eine kleine To the Moon-Anspielung. Freebird Games? Oh, die schaut. Für? Bist du noch wach? Schlafen. Hab ich doch gesagt, nichts geht über Zitronensaft. Ja, nichts geht über Zitronensaft. Tja, eine anmutige Schläferin ist sie mal nicht. Wo schläft Colin jetzt eigentlich? Vier hat irgendwie beide Seiten des Bettes in Anspruch genommen.
gerade passieren, ne? Ein leeres Blatt Papier. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Es sei denn, Colin plant daraus einen Papierflieger zu machen, warum auch immer. Ich wollte ja gleich losdichten. Ach Quatsch, der will einen Papierflieger falten. Sieht man doch. Eines fehlt uns noch. Das Bild. Natürlich das Bild. Ein verblasstes Gemälde von... Bora Bora? Der Bora Bora Felsen aus Golden Sun, die vergessene Epoche! War der nicht rosa? Oh ja, der Bora Bora Felsen. Nicht? Fische! Hallo Fischis! Der Hibiskus. Nach dem Hibiskus schon wieder. Hier ist ein besserer Platz für diese Art von Blume. Ja, auf einer tropischen Südseeinsel oder wo auch immer wir gerade sind. Ja, wie den ganzen Weg zurück. Wenigstens ist das ein Strand. Ja, den ganzen Weg und den Mond. Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, machen nachts am Strand unter dem Mondlicht einen Spaziergang. Na, würden wir es nicht besser wissen, würden wir jetzt die beiden chippen, ne? Hauen wir aber mal ab. Kein Kamehameha? Kein Hadoken? Kein irgendwas anderes? Okay. Neil ist kaputt. Seitdem er realisiert hat... Es ist ja zuerst eine Erinnerung... Ja, ich setze meine besten Leute auf diesen Fall an. Und da waren die zwei, also Eva und Neil, den Fall bekommen. Aber dann hat er... realisiert, weil vorher ja zwei andere den Fall bekommen haben und, ne? Moment mal, wir sind gar nicht die besten Leute. Seitdem ist er beleidigt. Manche Einflüsse können die Wege der Erinnerung selbst verändern. Ich würde sagen, jetzt irgendwas mit dem Teil hier. Okay. Okay. Ich kann das nur nach oben und unten. Unten? Zur Seite? Was passiert, wenn ich es dahin? Okay. Wie kriege ich das Hens runter? Moment, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Chicken denkt wieder umständlich. Das müsste ich aber ein bisschen wegschieben. Warum einfach, wenn es so umständlich geht, ne? Typisch Chicken. Typisch, typisch, typisch. Nee, nee, nee. Und zurück in die Kindheit. Flugzeug sauber machen. Hauptsache Feier liegt einfach da oben, ne? Ist das nicht saugefährlich, gemeingefährlich? Hey, deine Schicht im Shop fängt gleich an. Okay, ich bin hier fast fertig. Hast du überhaupt schon deine Hausaufgaben erledigt? Würde ich machen, wenn gerade keine Kunden da sind. Raffiniert, gefällt mir. Hast du deine schon gemacht? Der war gut. Als ob ich Hausaufgaben machen würde. Ich habe das nicht nötig mit meiner Intelligenz. Nee, keine Hausaufgaben machen, ist ja eher rebellisch.
Da ist sie, eine Libellen, ja. Eine Libellen. Kannst auch nicht mehr sprechen, Jörn. Kann ich damit überhaupt interagieren? Nö, sieht nicht so aus. Hiermit! Nein. Mit gar nichts. Wahrscheinlich eh alles drin. Oder habt ihr noch irgendwas zum Flugzeug hier zu sagen? Das sieht gefährlich aus. Sie sollte dort wirklich runterkommen. Ja, meine Rede. Da putzt er. Weiß es einfach nur drin und guckt zu. Ich glaube, die reden über dich. Wer redet? Bis der Kleine, den sie neu eingestellt haben, ist ziemlich still. Ja, aber wenigstens macht er seine Arbeit. Ist nicht für heute Nachmittag ein Flug für ihn angesetzt? Ja, aber wir haben ein Flugzeug zu wenig, weil jemand einen Reifen geplatzt ist. Wenn sie nicht jemanden anderen absagen, darf er bestimmt nicht fliegen. Hat er überhaupt schon einen Lehrer? Keine Ahnung. Hey, ich glaube, wir reden über dich. Weiß ich. Psst. Na, nichts anmerken lassen. Einfach ignorieren, wenn jemand über einen lästert. Ja, eine Bombe, die immer fortfegt. Ich bestimmt blinkeblank. Ja, den Entwickler waren zu faul, ihm noch mehr Animationen zu geben. Was ist das auf dem Tresen? Blätter? Also, Visitenkarten würde ich das nicht nennen. Ach, mir doch egal. Habt ihr noch was zu sagen? Du bist grün. Ich habe alles erledigt und stark klar gemacht, Sir. Ich habe alle Gewichts- und Schwerpunkt. Naja. Ist das eigentlich das gleiche wie in der vorherigen Erinnerung? Irgendwie schon, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich habe alle Gewichts- und Schwerpunktkontrollen, Vorflugkontrollen und Unterlagen überprüfen erledigt. Super, aber der Wind frischt auf. Also ist ihr Solo-Überlandflug abgesagt. Warum immer ich? Ja. Ich glaube, das machen die extra. Der Wind frischt auf. Ja, ja. Ja, ja. Antrieb, Schubkraft, Luftwiderstand, Gewicht. Hauptsache, Lehrer benutzt die Zeichnung, die Fahne gemacht hat. Ah, der Katze. Und so stellt sich das Gleichgewicht und die vier Kräfte im Flug ein. Noch Fragen? Warum hat das Flugzeug einen Katzenkopf? Ich weiß nicht, das war so, als ich hereinkam. Also habe ich einfach darüber geschrieben. Ach, Feier. Wenn ich Colin anspreche, blinkt das Buch auf. Ist das mein Memento? Ein verschwommener Eindruck über die Arbeit auf dem Flughafen und wie Feier auf dem Flügel eines Flugzeugs eingeschlafen ist. Daneben steht eine Unterrichtsnotiz. Lesen? Ja, natürlich. Landebahnen. Die Nummer der Landebahn zeigt dir eigentlich die Richtung der Landebahn an. Hängt einfach eine Null ans Ende der Nummer, dann weißt du, auf welcher magnetischen Steuerkurs sie ausgerichtet ist. Zum Beispiel heißt Landebahn 9, dass sie auf einem Kompass auf 90 Grad steht. Sie ist also nach Osten gerichtet. Darum haben auch die Nummern entgegengeliegender Enden eine Landebahn immer eine Differenz von 180 Grad. Übers Überziehen?
Jedes Flugzeug hat eine Mindestfluggeschwindigkeit, die es bei jeder Tragflächenanforderung einhalten muss, um in der Flug zu bleiben? Luft! Wie habe ich da Flug gelesen? Was über das Überschreiten des kritischen Anstellwinkels und dass sich die Luftströmung von Profil lösen und so weiter und so fort. Zusammenfassend gesagt, sind Flugzeuge so ähnlich wie der Bus in diesem Film, der explodiert, wenn er mit weniger als 50 Meilen pro Stunde fährt. Das erinnert mich jetzt an den ersten Detektiv Conan Film. Ja, nur da waren es keine Busse, sondern Straßenbahnen, U-Bahn, Straßenbahn halt, Bahn halt. Nee, nicht unbedingt Straßenbahn, halt normale Bahn.